Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es die Look Fantastic Box aus dem Monat März. Die packe ich mit euch zusammen aus, beziehungsweise ich habe natürlich schon reingeguckt. Ich kann immer nicht so lange warten, bis dann Wochenende ist und ich es endlich mit euch testen kann, sorry, beziehungsweise auspacken kann. Ja, hier ist einmal das Beauty-Magazin drin, was immer drin ist. Das lese ich mir nicht immer großartig durch, muss ich ehrlich sagen. Außer wenn ich Fragen zu einem Produkt habe, dann lese ich mir das kurz durch. Dann ist hier die Elle drin. Da blätter ich immer mal so ein bisschen durch. Ab und zu ist da mal was ganz Interessantes drin, aber ja, keine Ahnung. Gucke ich jetzt auch nicht rein. Wir widmen uns direkt dem Inhalt. Und zwar habe ich hier als erstes einen Pinsel von... Oh, sorry, es fällt mir natürlich wieder alles runter. So, von Style London, so sieht der aus. Ist so ein Foundation-Pinsel in so einer Zahnbürstenform, sage ich mal. Kann man sich dann so das Make-up auftragen. Davon habe ich schon einen von Evelyn. Den finde ich ganz gut bis okay. Finde, sowas muss man nicht haben. Aber ich teste erstmal aus, wie der ist, weil ich habe ja bis jetzt nur einen anderen. Freue ich mich aber, dass der drin ist. Ich finde, Pinsel kann man immer genug haben und teste ich auch immer sehr gerne aus. Deswegen finde ich das schon mal gut. Dann als nächstes haben wir drin von... Skin Chemist London Rose Quartz Youth Defense Lip Plump. Ah, okay. So ein, ach, das war das. Ja, genau, das habe ich schon meiner Mutter versprochen. Das ist so ein Lipgloss fast, sage ich. Ist so durchsichtig mit ein bisschen Schimmer, so ein bisschen rosé-mäßig. Und ja, das soll einfach die Lippen ein bisschen aufplustern. Da ist, glaube ich, so Minz- bzw. Mentholextrakt drin. Das Ganze auch so ein bisschen prickelt. Sowas ist das. Brauche ich jetzt persönlich nicht. Ich trage sehr selten Gloss. Und ihr wisst, ich habe eine große Schminksammlung. Da brauche ich das jetzt nicht unbedingt auch noch. Deswegen kriegt das meine Mutter. Weiter geht's mit Skimono, keine Ahnung, Beauty Mask. Total Conditioning. Und zwar ist das eine Fußmaske. Und das finde ich cool. Also eine Fußmaske... kriegt man so im Laden ja auch eher selten, also in so einer Tuchform. Da schlüpft man dann so einfach mit dem Fuß rein, kann sich das so umschnallen, sage ich mal. Das hatte ich nämlich schon mal. Habe ich mir im letzten Urlaub mal mitgenommen von Sephora. Und ich finde das sehr schön. Also ich bin eine Person, die pflegt auch sehr ihre Füße, weil ja, ich benutze Fußpeeling, Fußbäder. Ich creme immer meine Füße ein, weil ich finde das sehr wichtig. Ich finde nichts Schlimmeres als so ungepflegte Füße. Das finde ich einfach richtig, richtig eklig. Vor allem dann im Sommer, wenn man auch viel Fuß zeigt, sage ich mal, und dann so ungepflegte Füße, finde ich nicht so schön. Deswegen freue ich mich darüber sehr. Dann benutze ich auch gerne mal eine Fußmaske. Ja, freue ich mich sehr darüber. Finde ich richtig, richtig gut. Als nächstes habe ich hier von Renu Skin, keine Ahnung, Advanced Anti-Aging Flash Relax Mask. Also einfach eine Gesichtsmaske, die so ein bisschen Anti-Aging ist. Ich bin jetzt langsam, komme langsam der 22 näher, da brauche ich das natürlich auch. Also nein, Quatsch, aber also schon, weil hier in den Augen merke ich das schon manchmal, wenn sich mein Concealer da in der kleinen Falte absetzt, dann denke ich so, Laura, du bist alt. Aber das denke ich wirklich manchmal, ist vielleicht ein bisschen crazy, aber ja, ich finde, es ist nicht zu früh, Anti-Falten-Sachen zu benutzen, deswegen werde ich das sicher auch gerne mal austesten. Danach geht es weiter mit, oh Gott, ich kann diese Marke nicht aussprechen, Omorowicza, keine Ahnung, was das, kein Plan, Budapest, Balancing Moisturizer, genau, so sieht der aus, davon habe ich schon so ein Spray und ich habe schon gesehen, wie viel das kostet im Internet. Ich meine, diese Flasche hier kostet, wenn ich mich jetzt nicht täusche, um die 60 Euro. Das ist also ein sehr, sehr teurer Moisturizer. Ich verspreche mir sehr, sehr viel davon. Ich habe aber vorher noch 1000 andere Cremes, die ich vorher benutzen muss. Aber wenn ich das benutze, dann werde ich mich sehr darüber freuen. Ich finde, es sieht sehr schön aus. Hat so ein Glasflakon mit so satiniertem Glas, so Milchglas. Finde ich sehr, sehr schön. Sieht edel aus. Und ich bin gespannt, ob es die 60 Euro wert ist. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich teste es natürlich dann gerne aus. Genau, finde ich auch nicht schlecht. Und als letztes ist hier von... Oh Gott, diese Namen immer, ne? Dus, ich würde es einfach Dus aussprechen, ich weiß es nicht, Dus, keine Ahnung, ist ja auch scheißegal. Sind da einfach zwei Freematic Eyeshadow Duos drin. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Ich krieg sie nicht raus, so. Das sind einfach zwei Lidschatten.
Die sind so mit Magneten hinten, finde ich ein bisschen schade, dass die nicht schon direkt irgendwo reingeklackt wurden, sage ich mal. Dass man die so einzeln hat, finde ich ein bisschen schade. Ich persönlich brauche die jetzt nicht. Ich finde diese Farbe hier sieht sehr, sehr schön und interessant aus. Würde ich gerne mal gerade swatchen, aber ich werde das mal verlosen an euch. Deswegen möchte ich das jetzt ungern mit meinem Finger da reinditschen, weil es dann nur noch halb so schön ist, wenn ihr es bekommt. Deswegen lasse ich das doch einfach mal. Tue das hier wieder rein. Also wie gesagt, das werde ich mal verlosen, aber an sich finde ich das richtig, richtig cool. Und der Wert dieser Box, habe ich gesehen, als ich das Ganze im Internet geguckt hatte, hat, glaube ich, einen Wert, also auf jeden Fall von über 100 Euro, wenn ich mich sogar täusche, um die 130, 150, wenn ich jetzt nichts falsch sage, sorry, aber auf jeden Fall über 100. Ich bezahle für diese Box 15 Euro im Monat. Also das möchte ich nur mal gesagt haben. Also diesen Monat fand ich diese Box richtig, richtig gut. Ich fand es gut, dass von allem, was da dabei war, was fürs Gesicht, für die Füße, Pinsel war drin, aber trotzdem auch noch Make-up. Also ich fand es richtig, richtig gut. Diese Box hat mich richtig umgehauen diesen Monat und ich freue mich schon auf die nächste und ich hoffe, da legen sie noch ordentlich nach, dass die auch ähnlich gut ist. Ja, das war es auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder. Bis dann!